Schlachtfelder gehört mir. Sie haben noch nicht gewonnen. Er ist tapfer, sehr intelligent und immer dann zur Stelle, wenn finstere Mächte unser Sonnensystem bedrohen. Vor allem aber ist er Kult und das sage ich im Vollbesitz meiner Kräfte und mit dem Wissen natürlich, dass dieses Wort mittlerweile völlig überstrapaziert ist. Sein Name ist natürlich Captain Future und er ist ein Held meiner Kindheit. Sein richtiger Name ist Curtis Newton, Sohn zweier Wissenschaftler. Die wurden aber ermordet, als er 8 Jahre alt war. Also wurde Curtis von Crack, einem Roboter, Otto, einem Androiden und dem liebenden Gehirn von Professor Simon Wright aufgezogen. Sie alle sind mehr oder weniger Erfindungen seiner Eltern und sie formen aus ihm einen Mann, der sein Leben in den Dienst des Guten stellt. Ein Vorteil für uns. Mit ihrem Raumschiff Komet durchqueren sie Raum und Zeit, um Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis zu bewahren. Los, nur Mut, Captain. Das haben Sie gut gemacht, Otto. Ich bin ja schließlich auch nicht so ein verrosteter Wecker wie mein Nachbar hier. Ja, warte, du Gummipuppe. Ja Mann, was soll ich sagen? Es gibt so viel zu erzählen, aber wir haben leider nur so wenig Zeit. Deswegen hier direkt mal ein paar Basisfakten zu Captain Future. Die Zeichentrickserie basiert auf den 40er-Jahre-Pulp-Romanen des Amerikaners Edmund Hamilton und entstand Ende der 70er-Jahre in Japan. Im Jahre 1980, da war ich gerade mal 8 Jahre alt, wurde sie erstmals im ZDF gesendet, was nicht nur erzürnte Eltern und Proteste zur Folge hatte. Die Serie wurde auch in der Reihenfolge nämlich verändert und sehr massiv gekürzt. Leider Gottes, jede Geschichte bestand eigentlich aus 4 Folgen. Das ZDF machte 3 daraus, aber die Verantwortlichen sorgten auch für eine sehr großartige und tolle Synchronisation. Das war damals in der Zeit so bei fast allen Filmen und Serien so. Und den unsterblichen Soundtrack vor allen Dingen von Christian Bruhn, der bis dato so erfolgreiche Schlager wie zum Beispiel, hört mal ganz genau hin, diesen hier komponiert hat. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Ja, und hier kommt jetzt die Supernachricht. Nach 13 Jahren und einer eher bescheidenen DVD-Box erscheinen jetzt nun beide Staffeln der Serie auf Blu-ray, als Komplettbox oder jeweils auch als einzelne Staffel. Erstmals in richtiger Reihenfolge, aber immer noch in der gekürzten Fassung. Wer allerdings, und jetzt ist ja bald Weihnachten, kann man sich auch wünschen, allerdings ein bisschen mehr Geld ausgeben will, kriegt auf der Limited Collectors Edition, die aussieht wie Captain Futures Gürtelschnalle, auch die 52 japanischen, teilweise sehr, sehr harten Originalepisoden mit dazu, plus ein paar Postkarten und einen wunderschönen Notizblock. Dafür muss aber, wie gesagt, der Geldbeutel schon ein bisschen lockerer sitzen. Aber ich kann euch sagen, besser hat diese Serie dann doch nie ausgesehen. Greg, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Weltraumpolizei, Mr. Estella Gandhi, bitte kommen. Die Sache scheint ja geklappt zu haben, Captain. Die Stadt ist gerettet. Wir sehen uns wieder. Das Schöne an dieser Edition ist, dass das Ausgangsmaterial nochmal komplett abgetastet und von sämtlichen Schmutzpartikeln, Störstreifen oder treppenartigen Kanten bereinigt und gesäubert wurde. Das Bild war wirklich noch nie so ruhig und sauber und ist natürlich toll, um eine so großartige Serie nochmal neu zu genießen. Allerdings gibt es auch ein paar Korrekturen, die nicht allen Fans schmecken werden. So wurde das Bild unter anderem ein bisschen beschnitten und aufgezogen, um die Störstreifen am oberen Bildrand zu entfernen. Naja, und dazu wurden dann logischerweise auch die Farben ein bisschen aufgehellt und entkräftet, wodurch zum Beispiel der rote Anzug von Polizistin Joanne nun pink ist. Nicht so wahnsinnig gut. Doch ich finde, man kann damit auf jeden Fall leben. Genauso wie mit der neuen DTS-HD-Tonspur, die zwar nur im Mono vorliegt, aber dafür deutlich ausgewogener ist als zuvor. Kurzum, ein Stück Zeichentrick-Kindheit, das 80er-Jahre-Herzen, also vor allen Dingen auch meins, höher schlagen lässt. Meine Rankstags sind Captain Future, Sci-Fi-Zeichentrick-Nostalgie, Christian Bruhn-Soundtrack, Blecheimer und natürlich Kindheitskult. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt?
Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Es gibt allerdings einen Knackpunkt bei Arrival. Ich kann jeden verstehen, dem es schwerfällt, eine emotionale Bindung zu diesem Sci-Fi-Drama aufzubauen, obwohl immer wieder sehr gefühlvolle Bilder von Louise und ihrer Tochter eingestreut werden, ist die Stimmung auf der anderen Seite meist wirklich kühl, düster oder auch nüchtern. Grandios ist das Ganze bebildert worden von Kameramann Bradford Young.